Die nächsten 10 Jahre werden unsere Region radikal verändern und wir wollen, dass das menschlich geschieht, dass wir es ordentlich gestalten mit weitem Blick. Und dabei ist das Breitband und das Internet nur ein Mittel und wir müssen das mit Behutsamkeit und weiten Blick angehen. Und für mich ist das Entscheidende die Vernetzung der Bildungseinrichtungen und die Bereitschaft der Leute bei uns in der Region, und da schaue ich auch bewusst in die Kamera, sich weiterzubilden, sich ganz intensiv auch auf den Hosenboden zu setzen und den Wandel anzunehmen. Mensch, Paul, sind wir zu spät? Ich habe mich 30. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Schön euch zu sehen. Ich bin zunächst einmal hier hingekommen, um vor allem Roderich Kiesewetter zu unterstützen, der eine starke Stimme für die Region in Berlin ist und wir gemeinsam mit Roderich Kiesewetter und allen anderen Bundestagskandidatinnen und Kandidaten dafür stehen, dass wir dafür sorgen, dass Deutschland stabil bleibt, aber auch erneuert wird. Und Erneuerung brauchen wir gerade dort, wenn es um die Frage eines modernen Staates geht. Wir sehen, wie lange Planungsverfahren dauern. Übrigens auch hier in Aalen mit der Umgehungsstraße. Ohne Roderich Kiesewetter und Steffen Bilger als Staatssekretär wäre es nicht dazu gekommen, dass es jetzt endlich losgeht. Auf so einer Veranstaltung müssen wir, und ich zähle mich ja zu den Jüngeren in der CDU sowieso, müssen wir uns bewusst machen, dass es jungen Menschen und Generationen vor uns anders ging als jungen Menschen heute in der Bundesrepublik.